Weit verbreitet war die Schwindsucht. Die Leute sterben an Auszehrung. Und werden dann ins Grab gelegt, Hager und so weiter eingefallen. Und wenn die Leute verwesen, dann geben die trotzdem, das wissen wir auch vom Johannesfriedhof in Nürnberg her und so weiter, geben die oft noch Laute von sich. Durch diese Verwesungsgase, ne, kann natürlich aus Stimmbänder noch bewegt werden oder es kommt zu anderen Körpergeräuschen. Und dann hat man natürlich nachgeschaut in dem Grab, was ist da los? Und dann lagen die da drin, diese Leichen, voll gesund, aus dem Mundwinkel lief ihnen eine kleine wässrige Blut, aber bei den Frauen waren die Brüste voll und prall, die zuvor eingefallen war, und bei den Männern ihr bestes Stück, das stand auf einmal da. Und dann hat man gesagt, ja, das ist klar, das sind Wiedergänger, die kommen immer wieder auf die Erde und nähern sich von anderen Menschen, was ja bei Schwindsucht nicht so unauffällig ist. Und der Witz ist jetzt an der ganzen Sache der, dann hat man den Leuten am Pflock ins Herz geschlagen. Und das gibt nicht dann Sinn, weil jetzt konnten die Leichengase entweichen und die sind wieder zusammengefallen. Ja. Und das verknüpft sich also jetzt in dieser Person von diesem Vlad dem Dritten, einerseits seine große Grausamkeit, die überhaupt nicht in Frage zu stellen ist, aber er hat auf die Art eben nun die Türken von seinem Land fernhalten können und auch im Innern für Ordnung gesorgt. Und dass er immer leben soll, weiterleben soll, hängt damit zusammen, dass er ein Sakrileg begangen hat. Seine Frau Elisabetha hat er in seiner Burg zurückgelassen und kann dann die Türken aber schwer schlagen und die schicken noch einen Stoßtrupp Richtung Burg, die einen Pfeil in die Burg reinschießen, wo drauf steht, dass dieser Vlad Tepes gestorben, also in der Schlacht gefallen wäre. Und daraufhin begeht diese Elisabetha Selbstmord. Und als Vlad Tepes zurückkommt, findet er seine tote Frau und soll dann sich von Gott losgesagt haben und sein Schwert in das Kreuz geschlagen haben. Und von dem her soll er keine Ruhe mehr gefunden haben. Er ist also als Ungeist, als Untoter ist er dann unterwegs.